Und da sind wir wieder zu einer neuen Runde My Time at Portia. Ja, wir haben so einiges geschafft beim letzten Mal. Ich habe jetzt mal die Ladesequenz hoffentlich ein wenig rausgeschnitten. Wir wollten dieses tolle Gerät hier bauen. Dazu fehlen uns allerdings noch Kupferbarren. Ach ja, genau, die hatten wir. Die hätten wir schon gemacht, bis auf eins. Ich glaube, drei Stück brauchen wir dafür. Ich laufe irgendwie so schnell. Ja, drei Stück brauchen wir dafür. Aber ich habe etwas herausgefunden. Irgendwie ist meine Sensitivität hier total schnell eingestellt. Ich schaue mal eben nach, ob ich die umstellen kann. Und dann bin ich direkt wieder für euch da. So, es ist aber immer noch sehr schnell. Gut. Müssen wir jetzt leider zurechtkommen. Ich habe einen kleinen Tipp bekommen. Und zwar werde ich jetzt noch mal kurz hier vorne ein paar von den Sachen aufsammeln, weil wir brauchen ja noch ganz viel Rohstoffe letztendlich. Hat er das jetzt gemacht? Nö. Das ist geil. Lässt er einfach liegen, obwohl er sich schon geduckt hat. Wir wollten ja gar nicht mehr sprinten, fällt mir gerade auf, weil das zu viel Ausdauer verbraucht, die wir auch so quasi nicht mehr zurückbekommen, außer durch Schlafen und durch Essen. Ich glaube, hier oben rum war das. Hier unten habe ich noch was Holz. Und hier habe ich, glaube ich, ja, da habe ich noch ein paar Steine gesehen, die man direkt so sammeln kann. Weil ich möchte nämlich jetzt meine ganze Ausdauer. Oh, recherchieren bitte die dummen Hühner. Die haben mich das letzte Mal schon so genervt. Nee, nee, habe ich keine Lust drauf. Ich bin gerade auch so ein bisschen zappelig mit der Steuerung, aber ich bin da, wo ich hin wollte. Und zwar in dieser Mine. Muss ich da jetzt nochmal für bezahlen? Nee, ich muss nicht bezahlen. Was macht denn der Mars hier? Hallo? Hi. Okay. Leute, was macht ihr alle hier? Okay. Ja. Erzlager? Ach so, das kann man auch kaufen. Ah, okay. Gut, das will ich jetzt aber nicht, weil ich habe nämlich den Tipp bekommen, dass ich umschalten soll auf die Spitzhacke. Und dann müsste ich, ja, perfekt. Dann bekomme ich zwar Stein und Sand gerade. Ich habe nicht genug Platz. Wofür? Wofür? Wie kann man ihn freischalten? Kostet 400 Gold. Oh mein Gott, so viel habe ich gar nicht. Okay, das heißt mit anderen Worten, Kupfer kann ich. Kupfererz, doch, kann ich aber holen. Okay. Gut. Ich weiß nicht, was der dann nicht haben will. Aber wir können ja auf jeden Fall erstmal alles ausschlachten, was es hier gibt. Vielen Dank übrigens nochmal für den Tipp, dass man ja einfach nur mit der Spitzhacke hier stehen musste. Das habe ich irgendwie nicht so ganz auf die Reihe bekommen letztes Mal. Also das ist ja schön, dass ich Sand und Stein hier kriege. Die Frage ist, kriege ich hier auch. Moment, hier ist was andersfarbiges. Nee, das ist Sand. Ich würde sagen, das ist Sand. Und das sind alles Sachen, die ich nicht nehmen kann. Warum auch immer. Da, ah, das ist Kupfererz. Sehr schön. Okay. Da brauchen wir ganz viel von. Zinnerz kriegen wir auch gerade. Okay. Und haben auch wieder Sachen gefunden, die wir noch nicht aufnehmen können. Ja, ich muss mal gucken. Es müsste, denke ich mal, doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass wir uns eine Truhe oder sowas bauen, wo wir die ganzen Sachen reinlegen können. Also ich vermute mal, dass es irgendwie farblich damit unterschieden wird, wo man Kupfer. Oh, ich habe ein Level abgehakt. Wo man Kupfer und wo man Sand und so weiter bekommt. Mich wundert es nur, dass ich Kupfererz bekomme, wenn ich silberne Sachen mache. Das verwirrt mich ein bisschen.
bin ja gerade so eine Brücke am Abbauen. Das ist jetzt natürlich nicht das, was ich eigentlich vorhatte. Wieso kriege ich jetzt nur noch Sand? Toll. Die Frage ist jetzt natürlich auch, verschwinden die Sachen, wenn man die nicht aufnimmt? Verschwinden die, wenn ich rausgehe, beziehungsweise verschwinden die generell vielleicht nach einem Tag oder so? Also wenn das einer von euch weiß, das wäre cool, wenn ihr mir das vielleicht in die Kommentare schreiben könntet. Weil dann könnte man sich dementsprechend auch verhalten. Also wenn ich jetzt wüsste, okay, das geht jetzt, keine Ahnung, in ein paar Minuten wieder weg, würde ich jetzt natürlich auch zwischendurch mal rauslaufen oder vorher halt eben Platz schaffen. Das werde ich sowieso gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Ich habe jetzt auch nicht gewusst, dass mein Inventar so voll ist, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber das ist cool. Also das hier ist wohl eine riesige Kupferader gerade in der Ecke. Und Zinn. Wobei Zinn nicht so viel ist, glaube ich. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, das ist gemein. Habe ich denn noch irgendwas zu essen dabei im Moment? Stellt Ausdauer wieder her. Apfelringe. Ja. Achso, Moment. Habe ich die hier drin? Nee. Habe ich nicht. Stellte das nicht auch Ausdauer? Nee, zur Verteidigung. Stellt GP her. Hm. Dann wechseln wir das mal. Die Raupen. Ach nee, Käfer wollte der eine haben. So. So. Habe ich jetzt auch ein bisschen Ausdauer? Das ist jetzt die Frage. Mysteriöse Datendisk. Ach, ach so, ich habe ja jetzt was Platz. Ah ja. Okay, also man kann hier unten Datendisks holen. Wofür auch immer die gut sind. So viel Ausdauer habe ich nicht mehr. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht cutten. Damit diejenigen unter euch, die das Spiel jetzt noch nicht kennen, so wie ich eigentlich auch, meinen Blick drauf werfen können, was so passiert und wo man wie was ernten kann und so weiter. Also wenn ich das nächste Mal nochmal hier was farme, dann werde ich auf jeden Fall das Ganze natürlich kürzen. Es ist jetzt nur, weil das die erste Runde hier ist. Ah, ist hier kein Kupfer mehr. Also das ist wohl so dieses, ja, mit einem Ticken Gelb drin, wenn ich das richtig sehe. Das ist wohl das Kupfer. So, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Gucken, wie ich jetzt hier wieder rauskommen soll. Okay, das scheinen andere Sachen zu sein. Ich dachte, man könnte hier vielleicht nochmal eine Datendisk holen. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal raus. Und dann schaue ich mal, ob es vielleicht wirklich eine Möglichkeit gibt, sich Kisten machen zu lassen. Ach, das ist wirklich eine andere Art von Ausdauer hier beim Sprint, sehe ich gerade. Das ist gut. Ach so, ja, ich muss da auch noch Ausdauer für haben, wenn ich die hole. Das stimmt. Hi, ich habe dich heute noch nicht gesehen. Ja, wir wollen... Ah, da ist das Schweinchen wieder. Hallo. Wir müssen doch eine gute Beziehung miteinander aufbauen, ne? So. Ich bin schneller, Edbert. So, dann gucken wir mal eben. Aber wir haben, glaube ich, keine Post drin. Nee, haben wir nicht. Okay. Keine Rohstoffe mehr. Ja, das heißt... Fertigen. Hier können wir, glaube ich, jetzt nichts in der... Doch, Holzkiste, Moment. Sie bietet viel Platz für Gegenstände. Ah, perfekt. Dann machen wir das doch direkt mal. Aber ich kann sie nicht aufnehmen. Nein, das ist doch... Das ist jetzt wirklich Mist. Lizenz. Bei Platzierung im Haus werden zu... Ah, Moment. Okay, dann platzieren wir die im Haus. Hallo?
Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? So, die hängen wir mal direkt neben dem Bett auf, würde ich sagen. So. Kann man die nicht tiefer machen? Oh. Ja, damit auf jeden Fall nicht. Okay, also anscheinend nicht. Ja, dann machen wir die da hin. Ist ja nicht schlimm. So, Handwerkslizenz. Werkstatt Level D. Ah, okay. Stehen dann einige Sachen drin. Jetzt haben wir eins frei. Ach so, ich denke mal, die Kiste wird das hier gerade gewesen sein. Ja, jetzt habe ich die Kiste. Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen unser Lager mal so direkt am Haus ran. So. Aber viel Platz ist relativ, aber es ist okay. Faserstoff. Pigmente. Können zum Färben von Kleidung verwendet werden. Okay, also das machen wir erstmal hier rein. Einfache Textilmaschine. Ja, das ist ja jetzt. Achso, das haben wir, glaube ich, bei der einen bekommen, ne? Steinabbau. Marmor legen wir auch erstmal hier rein. So, die Datendisk, die wir gefunden haben. Die alte Welt verwendete sie, um große Mengen von Daten aufzuzeichnen. Ein Großteil dieser Daten wurde beschädigt, aber das Forschungszentrum kann hier möglicherweise noch etwas Nützliches abgewinnen. Ah, das Forschungszentrum, da sind wir ja auch schon mal gewesen. Ich würde sagen, das lassen wir auch erstmal noch drin. Ein Schleuder bietet mehr Angriff. Okay, das lasse ich am besten auch erstmal drin. Magnetisches Armband bietet mehr Verteidigung. Ja gut, ich kann nur eins von beiden nehmen, ne, so wie ich das verstanden habe. Dann tun wir das erstmal raus. Steinziegel vom Steinofen. Die meinen wohl eher aus dem, also mit dem Ofen gemacht. So, Sand kann ich jetzt im Moment noch nicht so wirklich was mit anfangen, denke ich mal. Baumharz, da kann ich wohl im Moment auch nichts mit anfangen, vermute ich. Stellt 10 GP wieder her. Das sind diese, wenn man läuft. Kann ich erstmal noch mitnehmen, ja. Pflanzenfasern. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, was ich brauche. Ich würde sagen, ich nehme die Sachen erstmal mit. Verteidigungsbuff. Okay, das tue ich auch erstmal. Es ist alles zum Kämpfen. Angriff 5 plus 100% kritischer Nahkampfschaden. Also, ja, okay, der ist Angriff 10. Würde ich sagen, lasse ich das hier und nehme dafür meine Schleuder mit. So, aber um das mal eben ein bisschen zu sortieren. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt kaputt gehen können. Ich hoffe mal nicht. Bisher ist auf jeden Fall noch nichts kaputt gegangen. So, die Würmer, die können wir aber auch erstmal hier reintun. Wir wissen ja noch gar nichts damit anzufangen. Die lassen wir erstmal drin. Und dann schaue ich mal, was wir hier jetzt noch genau brauchen. Ach so, Kupferbarren, genau. Wir müssen noch welche herstellen. Also. Das brauchen wir gar nicht aufzutanken. Das müsste eigentlich reichen. So, Kupferbarren. Herstellen einmal. Dauert jetzt aber noch 2,5 Stunden, bis wir das jetzt machen. Naja, gut. Also bis wir das haben. Guck mal hier noch mal eben nach. Ein Übungsschwert. Oh, 18. Oh, okay. Das ist dann sogar noch besser. Und 50%. Oh, Holz und Hartholz. Ja, da machen wir uns doch direkt mal eins. Das ist geil. Das ist wirklich klasse. Dann haben wir direkt was zum Kämpfen. Können wir ja mal ausprobieren, vielleicht in der Stadt. So, da können wir noch nichts anderes machen. Holzkorb. Praktischer Korb aus Holz. Kann keine schweren Gegenstände tragen. Ja, damit kann ich 3% mehr. Das ist ja auch Blödsinn. Aber vielleicht muss ich mal sowas herstellen. Man weiß es ja nicht. So. Holzkisten werde ich mir wahrscheinlich noch ein paar machen. Denke ich mal. Also ich fertige jetzt schon mal noch eine, damit wir noch eine daneben stehen haben. Schleifstein, den hatte ich schon hergestellt, glaube ich. Anfängerrute. Oh, wilder Kokon. Den brauchen wir dann auch noch. Wo wir den herkriegen?
Weiß ich noch nicht. Okay. So, dann stellen wir denn die zweite Kiste erstmal direkt daneben. So. Schauen hier nochmal eben. Also, wir brauchen drei Kupferbarren, das ist klar. Alte Teile. Was meinen die mit alte Teile? So. Schleifstein hier, alte Teile. Ein Metallring, wie man ihn in Relikten und Maschinenteilen verwendet. Ach so, okay. Also den kann man wohl nur in den verlassenen Ruinen finden, so wie ich das sehe. Das ist natürlich doof. Das heißt, wir werden noch ein bisschen brauchen, bis wir das Ganze wirklich machen können. Mit den Kupferbarren, das ist kein Thema, aber die Sache mit den alten Teilen, das dauert dann natürlich noch was. Gut, dann würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal in meinen Traumhausbau reingehe und mich schlafen lege und Settings gedrückt halten. Achso, da kann man noch was machen wahrscheinlich. Schlafen gehen? Ja, wir gehen jetzt friedlich schlummern und wir sehen uns am nächsten Tag wieder.